Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Sacred 2 Let's Play mit dem Diablo 2 Fallen-Mod. Gut, wir sind im ersten Part hier in... wie heißt die Stadt? Ja, Schlehenfurt, genau. Ich habe Schlagenfurt sagen wollen, angekommen. Und können natürlich direkt jetzt auch... Schundene Szenen haben wir noch nicht abgegeben. Oder hat es irgendwie auch nicht gespeichert, weil wir haben ja die Skillpunkte auch nicht bekommen. Okay, ist ein bisschen interessant, der Start. Ich habe den Namen nicht mehr gewusst. So, gut. Ich bin gespannt. Wir gehen kurz raus und wieder rein, weil es noch nicht gut geschrieben wurde. Und jetzt haben wir hoffentlich die Skill- und Attributspunkte. Nein, es ist einfach Punkt. So. Ja, jetzt haben wir es. Okay, sehr gut. Wir brauchen ja Intelligenz für die Zauberstäbe. Und hier tun wir mal einen Punkt Zauberstabkämpfe. Wir brauchen einfach die Angriffskraft. So. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Touren. Auf. Wir haben hier noch die verschollene Patrouille. Hier sind einfach so manche Anfängerquests zum irgendwas vorstellen. Genau, wir nehmen noch die Quest an. Da müssen wir einfach Diebe in einem Banditenlager besiegen. Und die Wachturm-Quest hier oben. Haben wir das schon genommen? Ja. Sehr gut. Jo, jetzt geht die Action los. Wir haben ja im letzten Part noch ein bisschen Probleme gehabt mit den Monstern. Weil die einfach auch auf Silber natürlich auf unserem Level sind und dadurch... ja, gleich gut sind und wir haben einfach noch nicht genügend Items gehabt. Und genau, die Soldaten auch im gleichen Camp, Raiderlager, einfach holen. Und sie natürlich wieder nach Hause bringen. So, eine Kampfweste ist nicht für uns. Ein Inquisitor, okay. So, also, ab jetzt hier ist sozusagen das Anfängergebiet. Fertig und wir haben jetzt viel mehr Gegner auch und stärkere Gegner. Vor allem diese rare Gegner, die ich ja auch ein bisschen gesagt habe. Bevor wir Schlehenfurt erreicht haben, ist ein recht starker dort, der einfach jetzt einen Bogen hat und dadurch sehr schwer ist. Oder der Bogen hat es in sich oder er hat es einfach in sich und macht viel Schaden. Das werden wir dem noch nicht. Das Handwerk legen ganz am Anfang. Jo, also verzaubern. Das ist diese Aura hier ringsum und sie macht recht viel Schaden. Wir haben aber dafür einfach keinen Angriff. Wir haben wirklich in den anderen Aspekten auch keine Angriffe, die auf ja, Waffenschaden basieren. Also... jo, entweder werden wir viel Schaden machen oder wenig. Also in Diablo 2 war es so, dass Verzaubern recht viel Schaden gemacht hat. Zum Beispiel in der Werbeerform durch ein Item hat es ein gutes Bild gegeben. Und wahrscheinlich einfach auch für andere Spieler, die mitgespielt haben, war Verzaubern ein sehr guter Buff. Jo. So, also Taktikkunde wirklich auf Max. Tun. Skillen, also immer jedem Level einen Punkt rein tun und mit Charakterlevel halten. Genauso. Gut. Dieses Camp ist eher für den Schattenkrieger und ja, die Quest nervt ein bisschen, weil sie einen Begleiter dabei hat. Dann später. Mache ich nicht so gerne, aber ich habe sie jetzt mal angenommen. Vielleicht, ja. Geht es ja uns dann schon sehr gut und wir sind stark und verlieren dann nicht den Begleiter. So, Quest, es ist immer so die Hölle, die Quest nicht zu schaffen, oder? Man hat dann auch, wenn man es einstellt auf der großen Map, dann so ein rotes Pünktchen oder Kreiselchen. Das ist aber irgendwie die Hölle, ich will alle Quests machen können. Und trotzdem sind manche Quests dann einfach rot, weil sie nicht ausgewählt wurden vom Entwickler, oder? Man muss sich entscheiden und
Da hat man einen roten Punkt, weil man die andere Auswahlmöglichkeit nicht genommen hat und sagt, das ist immer so das Schlimmste, oder? Ich will doch alle Quests lösen können und nicht fehlschlagen lassen. Ich finde so Quests, wo jemand irgendwie sterben kann, ein NPC, oder wo, ja, so Begleitquests, echt fatal. Ja. Weil die KI ja meistens einfach Unsinn macht und irgendwo reinläuft oder einen Abgrund runterstürzt oder so. In diesem Spiel geht es, glaube ich, nicht. Ja, also dann kann ich irgendwo runterfallen. Man hat ja auch noch einen Teleport-Skill und so. Aber man kann nirgendwo sterben. Also man kann zum Beispiel in der Lava auch nicht sterben, denke ich mal. So, wir gehen rüber zum richtigen Camp, also zum bösen Camp. Und ja, ihr seht, wir sind recht stark schon. Wir haben wirklich einen schlechten Zauberstab. Und wir haben aber noch nicht so die Items. Wir sind sehr schlecht ausgerüstet. Und ja, wir haben eigentlich noch nichts. Und trotzdem haben die Gegner doch nicht so viele Chancen. Ich hoffe, es bleibt nicht so. Also es soll ja schon noch ein bisschen anspruchsvoll sein. Aber ja, wir müssen uns jetzt nicht unbedingt auch top ausrüsten, oder? Wenn es uns zu langweilig wird. Das Spiel hat einfach so die mega Freiheit. Du kannst eigentlich machen, was du willst. Du kannst zum Beispiel ja, die Kampagne schnell durchmachen und auf Gold, Schwierigkeitsgrad Gold gehen von Silber. Oder von Bronze auf Silber gehen dann. Ja, da hast du ja schon freigespielt. Aber du kannst zum Beispiel Gebiete, ja, zum Beispiel das Add-on ist auch freiwillig, zwei Gebiete, die musst sie nicht machen, kannst sie aber. Hey, ich habe aber Heilung getrunken. Dankeschön. Also ich habe Heilung-Taste gedrückt, aber sie hat irgendwie, also es gibt einfach irgendwie so ein, jo, und du gerade am Laufen bist oder so, du trinkst einfach keinen. War im Hauptspiel auch ein bisschen so, aber nicht so schlimm. Und jetzt hier im Mod hast du immer das Gefühl, du trinkst einfach nie. Du spammst auch oder so. Wenn du stillstehst. Vielleicht weil der Gegner dich sozusagen hindert. Also das kann schon sein. Wenn du wirklich schnell drücken musst, dass der Charakter dann einfach nicht trinken kann, weil vom Gegner angegriffen wird. Das ist ein bisschen. Oh. 32, also 10 mehr. Geil. Ja, die Resistenzen sind natürlich auch sehr wichtig in diesem Spiel. Ich finde irgendwie so die Grafik jetzt momentan ein bisschen komisch, düster. Einfach die Farbtiefe irgendwie, den Kontrast oder die Helligkeit einfach so mega runtergestellt. Genau, die Helligkeit eher. War auch irgendwie der Kontrast oder, nein, die Farbtiefe hoch. Ein bisschen komisch, aber sieht auch gut aus. Sowieso, also es sieht so ein bisschen ja nach Diablo 2 aus. Da hat es ja auch immer wieder so grafische ja, Turbulenzen gegeben. Durch das Alte, durch einfach auch das 2,5D und so. Sah es nicht immer so mega realistisch aus. Das sieht irgendwie auch Bander aus oder so. Man schaut wieder mehr so ein bisschen in die Umgebung. Natürlich macht man das eigentlich immer, aber man ist ja auch immer abgelenkt. Immer wieder. So, ja, man hat jetzt gerade einen Gegner, der ein bisschen länger dauert. So ein rarer Gegner. Schaut man sich ein bisschen die Gegner an, habe ich so das Gefühl. So, da haben wir noch ein paar mehr. Jetzt habe ich noch was einsetzen können. Das läuft dann aus. Der Buff. Also es spielt sich wirklich viel besser als andere Charakterklassen. Ich habe wirklich nochmals zwischen der ersten und zweiten Folge ein paar ausprobiert. Manche sind einfach am Anfang viel zu schlecht. Sie machen so 2-3 Schaden pro Sekunde oder so. Oder haben gar keinen Angriff wie die Flüche. Nur ein Fluch, glaube ich, verstärkte Schaden macht oder... ist das Ding Resistenzbrechen oder so? Widerstandsschwund heißt es, glaube ich.
So, wir müssen jetzt unbedingt Rüstungskunde nehmen, sonst haben wir die Rüstungen einfach nicht gut genug und sie machen zu viel ja, Regenerations ja. Dass die Regeneration hochgeht. So. Oh, ein gelber Ring, cool. Zauberstabkämpfer, plus 2 angeschwert, sehr wichtig. Jo, sehr gut. Schildaufladung, okay. Wir haben ja den Buff, der ein Schild gibt. Bei der Zauberin. Komm, ganz weg. Das sieht man fast nicht. So, weg damit. Cool. Also es wurde stärker. Greifen jetzt ein bisschen schneller an. Es macht richtig Spaß so. Aber ich hätte jetzt niemals gedacht, dass es jetzt schon so stark wird. Also ja, wir wurden jetzt nicht viel stärker als im vor dem Part. Aber die Gegner sind jetzt auch momentan noch nicht ganz so mega stark. Werdet ihr sehen, es gibt manchmal dann so, jo, auch gutmütige Monster, also irgendwelche, wie sagt man denn, einfach NPCs, die auf unserer Seite sind oder neutral sind. Und dann gibt es immer dazwischen dann mega starke andere Gegner. Also die Gegner sind dann auch ziemlich stark. Aber sie lenken uns so ein bisschen ab. Also Ehre meinem Volk. So, finde die Höhle der Räuber. Ja, Stehe das euch wird ein mit meinen bisschen magischen Kräften zur längere Verfügung. Quest in einer Höhle. Genau hier unten, ganz weit weg. Hier gibt es zum Beispiel, wir gehen mal zu Bishibosch hoch, der habe ich kennengelernt. Hier gibt es auch den weißen Falken, der ist aber viel zu schwer noch. Und hier müssen wir dann hin. Hier gibt es übrigens manche Charakterquests, die nicht auf der Map sind. Ich glaube, vom Schattenkrieger ist es auf jeden Fall. Die ist nicht sozusagen auf der Map, also als Nachfolger oder Mittelquest. Da müsst ihr dorthin gehen, dass ihr überhaupt die Quest auch seht. Ja, sie ist blau und das ist nur für den Schattenkrieger zum Beispiel. Gibt es auch bei anderen Charakterklassen, aber ich glaube nicht unbedingt bei diesem Ort. Ich gehe jetzt einfach mal hin und hole das Portal und eben zu Bishibosch, dass wir das haben in diesem Part. Ja, und dann können wir eigentlich im nächsten Part dann auch mehr Quests machen. Weil wir genügend stark sind, aber ich brauche mindestens einen Händler. Und dort beim Portal ist in der Nähe ein Händler. Aber südlicher gehe ich nicht. Da gibt es Schamanen, die einen mega starken Zauber drauf haben. Das auf dem Boden so ein bisschen heilig macht. Das ist irgendwie, könnte vielleicht ein Paladin-Skill sein. Aber der ist heftig stark und das hat in Sekunden dann wahrscheinlich. Ich meine, ist er gesund, dann seid ihr schon down. So, ich tue natürlich hier eher Defensiv-Skill momentan. Aber ja, wir müssen halt auch Taktikkunde wirklich auf Max-Level halten. Müssten wir ja eigentlich nicht unbedingt, wenn wir jetzt schon ein bisschen stärker sind, aber wenn jetzt dann Wildschweine 3 Schläge kosten, brauchen, ist das ein bisschen, ja, waghalsig, oder? Dann doch lieber einen schlechten Zauberstab verwenden oder so. Dass es nicht so langweilig wird. Also irgendwas nicht skillen, oder? Wankelmütig, oder wie man sagt. Es kann fatal enden. Diese Musik, die ist. Ist mir nicht so bekannt, wo. Sie ist in Diablo 2. Entweder in Höhlen oder in so einer Zwischenebene. Vielleicht ist es auch die Klostermusik. Ich denke, es ist Akt 1 oder Akt 4. Nein. Aber es ist toll, dass der Soundtrack drin ist. Ich habe auch gehört, eine Musik aus Final Fantasy 8, glaube ich. Irgendwie so. Wenn ich mich recht entsinne. Ist ziemlich cool gemacht, dieser Mod. Aber eben es ist halt alles vorcoded.
besser kann man so Mods wahrscheinlich kaum machen, dass eben die Beschreibungen alle auch noch richtig sind. Kann man scheinbar nicht machen. Jo, und ein Remaster kommt auch noch nicht. Das ist ja eigentlich dieses DHQ Nord sehr gut darin, Remakes zu machen. Und einfach auch auf die Fans zu hören eher. Was ist das für ein... Der hat keinen Namen, ist ein Dunkelelf. Elfie, ja. Eine Assassine. Hochelf, okay. Boah, du musst aber auch sehr, sehr viel schauen. Seit wann gibt's die? Bin doch hier durchgelaufen, hatte sie nicht. Okay. Vielleicht auch nur in der Nacht, stimmt. Okay. Hier hinten ist kein Schatz. Sehr interessant. Also das Spiel macht mir so viel Interessantes im Kopf. Einfach zeigt immer wieder, oh, geiler Drop. Oh, starker Gegner und so. Zeigt immer wieder coole Sachen. Also wirklich in der Nacht sind hier mega schwere Gegner. Okay, ich glaube, ich sollte hier weggehen. Die bekommen kaum Schaden. Okay, einen habe ich. Okay, da habe ich auch. Der andere war stark. Zäh. Sind das Dunkle von der Secret 1? Kann es sein. Ja, ja, die sehen aus wie Secret 1. Dunkelelfen. Ey, Mist. Oh, du machst Schaden. Okay, ich merk's mir. Wir haben sie besiegt. Hey! Wie geil. Aber hier sind noch ganz viele. Nein, da ist ein Boss. Also ein rarer Gegner. Nur die Musik hatte gerade irgendwie Probleme. Laserschwerter! Sind wir in Star Wars? So. Ach, ne? Da kommt noch ein. Ja, also Beile sind sehr stark. Bögen sind einfach sehr stark im Spiel am Anfang. Ich denke später auch. Sind auch ein bisschen unfair, dass man Gegner hat, die viel besser ziehen können. So, schaffen wir den noch? Ich will nicht sterben. Boah, der macht mir jetzt schon Angst mit der Aura. Ja, so viel Schaden macht er nicht. Ich tu mal kurz ihn einfach ein bisschen dotzen. So, aber ist viel zu langsam der Angriff. Was ist das jetzt gewesen? Ist das wieder ein Buff gewesen, was du eingesetzt hast? Besieg dich. Besieg dich ohne mich. Oh, ein Stab. Cool. Na, ist zweihändig. Wir setzen einfach mal kurz ein. Nein, du musst... Ich hab dich da unten hingestellt. Ja, jetzt bist du unten. So. Also jetzt haben wir einen Zweihandstab. Ist der viel stärker? Ist der Quatsch? Ich will jetzt noch zum Händler hochkommen. Das ist schon wieder so... Hey, oh geil, der ist stark. Aber wieso sind hier so viele Dunkelelfen jetzt? Ja, so ein Eisstab ist natürlich auch besser, weil es zwei Elemente hat. Das sieht man dann, wenn ich da drauf gehe. Stab aus dem, oder im Inventar drin sieht man es dann, was man für Schaden macht. Es gibt zum Beispiel in Last Epoch noch nicht oder so. Pass auf Exile Diablo gibt es auch nicht. So. Ja, sicher! Da hat ja jemand irgendwie so 67 Schaden gemacht. Es ist zu schwer. Ich will nicht in der Nacht hier sein. Meine Güte, hey. Ja, lieber jetzt noch sterben als später. Boah, ist das heftig schwer. Das nennt man Balancing, hä? Das ist perfektes Balancing. Genauso, wie man es will. Ich habe gleich Heiltrank getrunken und trotzdem bin ich gestorben. Also die haben wahrscheinlich mit 2-3 Hits mich sofort wieder getötet. Ich wollte doch nur zum Händler gehen.
Geht weg. Habt ihr nicht? Ihr seid hier nicht willkommen. Einer ist gestorben. Ihr seid hier nicht im richtigen Gebiet. Das ist Anfängergebiet. Okay, nicht ganz, aber... Sollten hier eigentlich noch machbare Gegner sein. Ja, ich will leider auch nicht gerade so gut treffen. Ja, genau, hilf uns ein bisschen. Wachen, helft uns bitte. Es sind ja ganz viele Wachen. 2 oder 3. Boah. Hehe. Jetzt bin ich halt jetzt wieder in einem Schutzgebiet. Hä? Okay, du kannst noch mich angreifen, lieber Bär. Aber sonst nicht. Ja, es dauert auch ein bisschen. Man hat irgendwie so das Gefühl, man ist einfach nicht gerade erwünscht. Er trifft doch. Ich glaube, die haben sehr viel Verteidigung. Die Größe. Ich habe jetzt gar nicht sehen können, was für ein Level sie haben. Aber wahrscheinlich in meinem Level, aber trotzdem viel stärker, weil sie einfach nicht balanciert sind. So gering levelig. Ja. Also gehen wir doch nicht zu Bishibosh hoch oder gehen einfach durch. Oh, der Helm. Wollte ich eigentlich nicht verkaufen. Ah, ist für die Art doch. Okay. So. Die Sachen brauchen wir nicht. Die, da müssen wir einen bestimmten Punkt skillen. Alchemie heißt es, glaube ich. Feuerdämon, okay. Wir könnten jetzt momentan schon noch ein bisschen reinstecken. Ist ja teuer, aber. Ja, okay, Vitalität wäre schon gut. Das ist zu teuer. Ich will lieber Sachen haben. Die wegen etwas Gutes drauf haben, aber ja, Handeln ist jetzt nicht gerade unsere Stärke. Weil wir nicht drauf gehen werden. Also Angriffswert bräuchten wir, ist nicht so teuer. Nehmen wir. Und sonst. Ich müsste eigentlich irgendwie so ein Schild, ist aber auch nicht gerade gut. Ja, nehmen wir den. Konstitution. Dieses. Diese Brustpanzer, okay. Und Zauberintensität. Sichtweite ist nicht so nützlich. Blockchance Kampfkünste. Oder Willenskampf, nein. So, noch ein Gürtel. Ja. Und Schuhe. Angriffswert. Sehr gut. Also, es reicht. Gut, also können wir noch zum Bischwisch hoch? Ja, jetzt ist auch Tag. Jetzt werden die wahrscheinlich gar nicht mehr spawnen. Ist ein bisschen gemein gemacht. Man darf in der Nacht darf man hier nicht durch. Es wird zu schwer sonst. Trotzdem habe ich Lust, die zu besiegen, diesen Zerf. Ja, wie soll man das überleben, wenn wir so viel Schaden bekommen? Ich habe schon viel früher gedrückt. Hä? Die Bögen sind einfach so 20 Mal stärker als die Lichtschwerter. Ja. Sieht man ja, wie die Bolte daneben treffen. Gut, merken wir. Man stirbt, weil man einfach zu früh irgendwo hingeht. Dankeschön. Merke ich mir. Sind wir einmal gestorben im ersten Part? Nein, oder? Wir haben 2 Tote, ja. Okay, schade. Ist aber immer wieder so, oder? Wenn du Sacred 2 eigentlich anfängst und nicht weißt, was du machen musst, dann stirbst du einfach, weil die Gegner dann plötzlich viel zu stark sind. Ich bin da einmal in die Wüste gegangen von Blausingen und ich habe einfach mal... Ich glaube, das Gebiet ist extra so schwer gemacht worden. Aber wer sagt mir das? Ich war da einfach erst... nach dem Menschengebiet hier und dann war es eigentlich relativ einfach. Ich hatte keine Dunkelelfen. Bin ein bisschen verwirrt. Ist das angelangt?
Vielleicht ist es auch so, dass manchmal hier Dunkelelfen sind und die sind halt schwer. Und manchmal nicht. Also wir machen jetzt mal hier nicht weiter. Wir gehen eigentlich jetzt... Wir gehen jetzt den Bären holen. Ja, gehen wir kurz als Ziel noch den Bären holen. Und dann ist leider auch schon 30 Minuten erreicht. Aber jetzt können wir aber noch kurz zum Händler gehen. Vielleicht hat er noch was bessere Ausrüstung. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, es hat nichts gebracht, diese Ausrüstung zu kaufen. Es ist einfach noch zu schwach, oder? Nichts zu verkaufen. Ja, manche Modder meinen so, man ist allwissend und mega stark. Also, ja, kann alles ausweichen und so. Das ist natürlich, ja, auch der Steuerung verschuldet, natürlich nicht gut möglich. Aber so ist es. Haben wir irgendwie einen besseren Stab? Zaubergeschwindigkeit brauchen wir nicht. Also eventuell muss ich später irgendwie Handeln noch einfügen. Wir müssen dann halt immer pro Level 2 mal eine weitere Mission ist erfolgreich abgeschlossen. Punkte reintun oder auch einfach einen anderen Charakter dann noch. Haben wir jetzt gerade zur Verfügung. Wenn wir jetzt die nächste nehmen, wir brauchen jetzt noch nicht Modifikatoren drauf zu tun oder so, das denke ich nicht. Wir nehmen jetzt den nächsten Punkt Handeln. Müssen wir aber 2 Punkte reintun, wir haben nur 2 pro einem Level. Das heißt also, wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir 3 haben. Und dann einfach auf Taktikkunde auch tun, solange nur einen Punkt gehen. Also ein bisschen bessere Items. Wo müssen wir? Ah, das ist ja die Hachwerk. Ist da. Die führt gar nicht zum Abgeben. Gut, also dass wir da einfach auch uns jetzt so langsam doch auch für gute Items Handeln einsetzen müssen. Also es ist wahrscheinlich gar nicht so nötig. Ich würde eher verzichten. Jetzt wenn ich denke, ja im Hauptspiel, da ist im Endgame halt schon wichtig, dass man zum Beispiel extra Punkte hat, aber ich habe nur Verzaubern, was ich eigentlich wirklich effektiv einsetzen kann. Das heißt also, es wäre schon sehr verschwendet, da jetzt wirklich gut Punkte drauf zu haben. Mal kurz schauen, so. Ah, genau, die Falle. Die macht nur Schaden hier. Oder verlangsamt uns auch, ja. So, Bären könnten auch ein bisschen schwer sein vom Schaden her. Komm mal. Ja. Aber sie halten nicht so viel aus, weil wir einfach stark sind. Der Zauberstab ist sehr stark vom Schaden. Vom blanken Schaden. Und hat drauf Kampfkunstreichweite. Okay. Blockchance Nahkampf, ja, ein bisschen offensiv noch. Sehr gut. So, ist die Mutter hier, ja. Die Mutter muss ja auch hier sein. Oh, heftigen Schaden. Ey, wieso bekommt die so viel mehr Schaden? Hast du schlechte Resistenzen, Mutter? Wenn man ablehnt, dann bleibt er, glaube ich, hier. Kann man aber auch nochmals annehmen. Das ist nicht mehr so. Genau. So. Der tut jetzt momentan noch nicht kämpfen und auch nicht blocken. Nicht pullen. Aber er wächst schon bald, wenn wir das Elfengebiet verlassen. Das ist mir eigentlich auch nie aufgefallen hier oben. Eben, wechselt's dann. Dann wird er jugendlich scheinbar oder einfach Kind. Und das führt er, also der wird dann einfach aggressiv. Ich glaube, er ist am aggressivsten in dieser Phase. Und als Erwachsener ist er manchmal ein bisschen faul. Aber es ist eine schöne Quest. Das sollte öfters einfach geben.
So. Ein paar Gegner, also es dauert noch kurz ein bisschen. Ich denke, ja, jetzt ist 30 Minuten. Ich mache mal hier beim Camp mal Pause. Nächster Part kommt so bald wie möglich. Und ja, danke mich fürs Zusehen. Sehr spannend, war eben auch sehr schwer heute. Aber ja, das Game hat es in sich. Es war halt einfach auch sehr teuer und ja, so unglaublich viele haben das Spiel auch nicht gekauft. Aber Ascaron ging dann einfach pleite durch den Druck von Jowood. Jowood ging dann auch kaputt. Und ja, das führte so ein bisschen dazu, dass man halt einfach, ja, Sacred nicht mehr so supported hatte. Und trotzdem haben Deutsche, auch zum Beispiel polische Russen haben auch sehr viel das Spiel genossen. Es soll unbedingt einen richtigen Nachfolger geben. Weil Sacred 3 war ein anderes Genre, es war eher so ein bisschen Action. Weniger Rollenspiel, mehr Abenteuer, glaube ich, noch ein bisschen, aber es war nicht gut. Ich habe zugeschaut bei einem Let's Player und ich war immer wieder gelangweilt. Okay, gut. Dann Dankeschön fürs Zusehen und ja, wird natürlich noch spannender und toller. Tschüss!